Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und ich zeige euch heute, wie man Hello von Adele spielt. Und für die Originaltonart braucht ihr ein Carbodaster im ersten Bund. Und ich spiele euch einmal kurz an und dann geht's gleich los mit den Akkorden. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say time's supposed to heal ya, but ain't done much healing. Und so weiter. Ihr kennt den Song, wer kennt ihn nicht? Wir fangen erstmal an mit den Akkorden, die sind nämlich sehr übersichtlich, es gibt nur 5 Stück insgesamt. Und genau, ich behaupte wieder, das wäre die leere Seite, damit ich einfach die Akkorde ansagen kann, also die Griffe. Ich gehe los mit einem E-Moll-Griff, dann kommt ein G, dann kommt ein D und dann ein C. Und von dem Wechsel her ist es jetzt den ganzen Song über so, dass man immer den ersten Akkord auf die 1 spielt und den darauf folgenden auf die 4 des ersten Taktes. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und das zieht sich durch den ganzen Song. Das heißt, das ist so ein zweitaktiges Schema, das ihr euch schon mal merken könnt. Das ist die komplette Verse, da passiert nichts mehr. Ihr könnt jetzt einfach so spielen und immer auf die Hits sozusagen die Akkorde setzen. Das kommt dann, glaube ich, 4-mal. Dann kommt so ein Pre-Chorus, der sich jetzt ein bisschen unterscheidet. Der unterscheidet sich vor allem harmonisch, weil der geht los mit einem E-Moll. Dann kommt ein D statt des Gs. 1 und 2, 1 und 2 und 3 und 4. Wieder vorgezogen. Dann kommt ein B. Das ist ein Barré von A-Moll, also ein B-Moll. Barré von A-Moll ausgehend. Im zweiten Bund, beziehungsweise dann hier im dritten. Aber ich behaupte, es wäre der zweite, weil wir Capo im ersten haben. Dann kommt, soweit ich weiß, das G. Kurz überlegen. Nein, dann kommt ein C. Muss ich kurz überlegen. Also E-Moll, D. Dann B. Und dann C, wieder mit demselben Rhythmus, der schon in der Verse war. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und das kommt jetzt einmal und beim zweiten Durchlauf ist es nur E-Moll, D und C. Und das spielt man dann so. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Also man hat, wie erkläre ich das am besten? 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Ja, ist schon am besten erklärt. Also man wechselt wie normal die von E-Moll auf D und dann in dem Takt, im zweiten Takt geht man auf die 3 schon auf das C. Das ist dieses Bam, Bam, 2, 3, 4 und dann kommt der Refrain. Das ist dieser Übergang vom Pre-Chorus in den Refrain. Da kann man jetzt im Prinzip, also ich habe es so gespielt, dass ich die ganze Zeit einfach nur auf diese Hits gesetzt habe. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Damit ich dann im Refrain so ein bisschen mehr spielen kann, um so ein bisschen Dynamikunterschied einfach zu bekommen. Dass halt die Verse ein bisschen beruhigter ist, wie es ja auch im Originalsong ist. Und dann kann man natürlich mit einer Gitarre alleine nicht diesen Impact schaffen, also diese Kraft, die quasi im Refrain dann rüberkommt von der Originalaufnahme. Aber man kann das zumindest so ein bisschen andeuten, indem man dann im Refrain Strumming-Pattern spielt. Ich sage euch kurz erst die Akkorde und dann gehen wir über zu dem Strumming-Pattern. Es geht los mit einem E-Moll. Dann kommt ein C. Ich spiele da gerne C add 9,
falls ihr die nicht kennt, Mittelfinger auf der A-Seite im dritten Bund, Zeigefinger auf der D-Seite im zweiten Bund, Ringfinger auf der B-Seite im dritten Bund. Dann kommt ein G und dann D. Wieder mit demselben Grundrhythmus wie schon in der Verse. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 dieses Hello from the other side. Da, 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 und so weiter. Und ich spiele das dann jetzt so vom das Grundrhythmus-Pattern, das ich da spielen würde, ist auch zweitaktig. Das würde dann so gehen. Das habt ihr vielleicht schon mal in einem anderen Tutorial von mir gesehen. Das erkläre ich jetzt einmal kurz ganz langsam. Spielt auf die 1 den ersten Akkord, also das E-Moll, 1 und 2, auf die 2 und 3, 3 und, dann nochmal den Akkord, 1 und 2 und 3 und auf die 4, dann den nächsten Akkord, in dem Fall das C-Add-9. Und im nächsten Takt lasst ihr die 1 aus, also ihr lasst den Akkord über die 1 klingen und spielt auf die 1 und. Und dann ab der 2 und sämtliche Achtel durch. Also ihr spielt auf die 1 und, lasst die 2 aus und spielt dann ab der 2 und die ganzen Achtel durch. Also mit Zählen 1 und 2 und 3 und 4 und. Im Kontext soll das dann so klingen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das, wenn dieses zweitaktige Schema wiederholt sich jetzt einfach mit allen Akkorden, das heißt, das spielt man dann auch mit G und mit D. Und das spiele ich jetzt aber nicht komplett durch, weil ich das so ein bisschen viel finde, sondern das ist so mein Grundstrumming-Pattern. Und dann nehme ich jetzt Schläge weg oder füge noch welche hinzu, wenn ich Lust habe. Das entscheide ich so ein bisschen spontan und so ein bisschen nach Gefälligkeit, wie ich gerade Lust habe. Das klingt dann, wenn ich es irgendwie spiele. Damit man da so ein bisschen Gefühl einfach reinbringen kann und das nicht so ganz öde einfach nur durchgeschlagen wird. Und genau, dann wiederholt sich die Strophe, der Pre-Chorus, der Chorus. Und dann gibt es noch so eine Mittel 8, also ein Bridge-Teil. Da würde ich jetzt das Strumming-Pattern, das ich euch eben gezeigt habe, tatsächlich so durchspielen. Und es geht los mit einem E-Moll wieder. Dann kommt ein C. Dann ein D. Und dann ein G. Also die Akkorde, die wir eben auch schon hatten. E-Moll, C, D, G. Und da würde ich jetzt dieses zweitaktige Ding einfach durchspielen. Das wiederholt sich dreimal. Und beim vierten Mal bleibt man dann auf dem vierten Takt auf dem D liegen. Und spielt es zwei Takte lang. Und dann kommt dieser ganze Viererblock wieder und dann glaube ich nochmal und so weiter und so fort. Und genau, das ist da, wo die Streicher dann glaube ich auch mehr einsetzen. Und genau, das ist an sich tatsächlich schon der ganze Song. Also mit diesem, ihr müsst halt nur vor allem darauf achten, dass ihr immer dieses 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und, also dass der jeweils zweite Akkord immer vorgezogen ist und dass es immer relativ ähnlich oder dieselben Akkorde sind, nur dass die eben in ein bisschen anderer und abgewandelter Reihenfolge kommen.
Und ja, that's it. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Tutorial. Und wenn ihr Bock habt auf mehr Song-Tutorials, dann besucht gerne meinen Channel. Lasst mir ein Abo da, wenn euch die Videos gefallen. Schickt mir gerne oder kommentiert gerne die Videos, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt. Und dann bis nächstes Mal. Tschüss.